Ja, und wir werden gleich zwei junge Mädchen sehen, die bei allem Grund zu großer Sorge wirklich Hoffnung machen. Bali, Insel der Götter. Atemberaubende Natur. Kulturelle Vielfalt und faszinierende Tierwelt. Jährlich verzaubert sie 4 Millionen Touristen. Doch die Insel hat ein gigantisches Problem. Sie versinkt im Plastikmüll. Nur ein minimaler Anteil wird recycelt. Das meiste landet einfach in der Natur und noch viel schlimmer im Meer. Besonders die Plastiktüten sind das Todesurteil für tausende Tiere. Das muss aufhören, sagen diese beiden Mädchen. Wir sind Melati und Isabel. Wir sind Schwestern und die Gründer von Bye Bye Plastic Bags. Mit gerade mal 10 und 12 Jahren gründen die Schwestern 2013 ihre gemeinnützige Organisation. Ihr Ziel? Ein Bali ohne Plastiktüten. Hunderttausende werden dort täglich einfach weggeworfen. Ein Desaster für die Umwelt. Wir haben überlegt und gesagt, lass uns 1 Million Unterschriften sammeln. Dann muss der Gouverneur von Bali die Tüten verbieten. Um dieses Ziel zu erreichen, starten die Schwestern eine für Bali beispiellose Aufklärungskampagne. Die Tüten sind einfach überall. Die Mädchen halten Vorträge an Schulen. Sie verteilen Stoffbeutel am Flughafen in Den Pasar und vergeben Gütesiegel an Geschäfte, die ohne Tüten auskommen. Ein neues Umweltbewusstsein wächst auf der Insel. Melati und Isabel sorgen für Aufsehen. Sie sprechen vor den Vereinten Nationen und ihre Bewegung findet immer mehr Unterstützer, auch Prominente. Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und die Schimpansenforscherin Jane Goodall sind von den Aktionen der beiden Mädchen begeistert. Auch der Gouverneur der Insel unterstützt inzwischen die Idee, dass Bali ab 2018 plastiktütenfrei sein soll. Ein Riesenerfolg. Wir vergessen oft, dass jeder von uns diese eine Person sein kann, die den ersten Schritt zur Veränderung macht. Ihre Leidenschaft steckt an. Anfang des Jahres mobilisieren die Schwestern rund 12.000 Menschen. In 55 Orten sammeln sie 40 Tonnen Müll, die sonst im Meer gelandet wären. Inzwischen gibt es die Organisation Bye Bye Plastic Bags in 15 Ländern weltweit. Alle von Jugendlichen geleitet. Kinder können etwas bewegen. Wir sagen euch nicht, dass es einfach ist. Wir sagen euch aber, dass sich der Einsatz lohnt. Wir Kinder machen zwar nur 25% der Weltbevölkerung aus, aber wir sind zu 100% die Zukunft. 100% of the future. Bali. Für die Insel der Götter sind die Schwestern ein Geschenk des Himmels. Wir sind begeistert von so viel Kraft und Einsatz für unsere Zukunft. Zwei jungen Menschen, die nicht nur reden, sondern handeln. Inspiration für uns alle. Danke, Melati und Isabel Wason. Ja, wenn man so eine Geschichte hört wie von euch, Melati und Isabel, dann fragt man sich wirklich, woher haben diese Mädchen den Mut genommen? Was hat euch dieses Selbstbewusstsein gegeben? Und wieso seid ihr nicht vor der schieren Größe dieses Problems zurückgeschreckt? Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass die beiden Schwestern im Geiste der balinesischen Philosophie Trihita Karana aufgewachsen sind, eine Philosophie, in der es darum geht, das Leben in Harmonie mit den Göttern, mit den Mitmenschen und vor allem mit der Natur zu führen. Vielleicht hattet ihr deshalb so früh ein Gespür dafür, dass die Welt, die euch umgibt, wirklich
in Gefahr ist. Vielleicht hatte es aber auch mit ihrer Schule zu tun, der Green School, einer besonderen Schule, die wirklich all ihre Schüler dazu ermutigt, sich zu engagieren. Und dort haben sie auch in einer Schulstunde das allererste Mal von den Lebensleistungen von Nelson Mandela und Lady Diana gehört. Und beflügelt von diesen Vorbildern sind sie danach nach Hause gegangen und haben sich gefragt, was können wir für unsere Insel tun? Was können wir tun, um den Plastikwahnsinn vor unserer Haustür zu dämmen, einzudämmen? Ich finde übrigens, das ist ein sehr schönes Beispiel, was illustriert, wie wichtig Vorbilder für uns sind, was sie alles in uns triggern können. Und gerade für Mädchen gibt es ja nicht so viele inspirierende, starke weibliche Vorbilder. Aber das allein erklärt das Phänomen von den Waisenschwestern noch nicht. Jeder von uns kennt ja eigentlich diesen, ja, Sie alle kennen das bestimmt, so einen Moment, wo man das Gefühl hat, eine Tür geht auf, eine Vision entsteht, eine Möglichkeit tut sich vor uns auf, wir sind beseelt und dann kommt doch eben meistens der Alltag und die Bequemlichkeit und die Verzagtheit, mit der wir sagen, ach, was kann ich schon alleine ausrichten? Und dann geht diese Türe wieder zu. Aber nicht so bei Melati und Isabel. Ihr seid durch diese Tür gegangen, ihr habt diesen Moment ergriffen. Ihr habt, und das ist wirklich das Besondere an euch, ihr habt euch nicht von der Größe des Problems einschüchtern lassen. Ihr habt euch nicht gescheut, diese Mühen auf euch zu nehmen. Und ihr habt die Erfahrung gemacht, wie unglaublich viel jeder Einzelne und jede Einzelne bewirken kann. Und die Sache ist doch die, wir alle haben eine Stimme. Wir alle haben die Möglichkeit zu handeln. Es reicht nicht, dass wir immer sagen, ach, also jemand müsste mal, also man sollte. Wir sind dieser jemand, wir sind dieses Mann, wir sind Teil des Problems mit jeder einzelnen Kaufentscheidung, die wir treffen oder auch verwerfen. Lassen wir diese Leistung dieser beiden außergewöhnlichen Mädchen eine Ermutigung für uns sein, dass wir nicht nur die Verursacher des Problems sind, sondern dass in uns auch die Lösung schlummert. Hier sind die beiden Preisträgerinnen in der Kategorie Unsere Erde. Begrüßen Sie mit mir Melati und Isabel Waisen. Yours. Thank you. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank. Guten Abend, Berlin. Mehr Deutsch können wir leider nicht. That's as far as our German goes. Weiter geht's nicht mit unserem Deutsch. It was incredible to es war unglaublich, gerade im Publikum zu sitzen und 5 Jahre unserer Kampagnenaktivität zu sehen, die unserer Bewegung Bye Bye Plastic Bag, wie viel Spaß wir dabei hatten, wie viele Abenteuer wir dabei erlebt haben, was wir alles erfahren haben in diesem jungen Alter und ganz vorne zu stehen bei einem der größten Probleme, vor denen wir stehen. Plastikverschmutzung. Und es gibt natürlich viele Menschen, denen wir gerne danken möchten. Das Bambi-Team, dass sie uns diese Gelegenheit hier geboten haben. Unsere Mutter, die im Publikum sitzt, unser Vater, der das live streamt, dass sie an uns geglaubt haben, bei den wilden Ideen, die wir ihnen da präsentiert haben, aber auch unserer Schule, der Green School und am allerwichtigsten, glaube ich, unserem Team, Daco, Moro, dass ihr uns immer den Rücken gestärkt habt, sichergestellt habt, dass Bali frei wird von Plastiktüten. Und das ist das Wichtige, da steckt unsere Leidenschaft drin. Und deswegen möchten wir diesen Bambi widmen, unserer Generation, der Jugend weltweit, die so hart daran arbeitet, unsere Erde zu schützen. Melati und ich. Thank you. Dankeschön.
Melanie und ich haben mit Bye Bye Plastic Bags angefangen, da waren wir 10 und 12 Jahre alt. Wir haben ein Problem gesehen und haben was dran gemacht. Wir hatten keinen Plan oder keine Strategie, einfach nur die Absicht, irgendwas zu tun, etwas zu bewirken. Und das haben wir getan. Tasche für Tasche, Strohhalm für Strohhalm, Plastikflasche für Flasche. Wir haben eins nach dem anderen etwas bewirkt. Und wenn wir uns unsere Erde anschauen, ja, man kann überwältigt sein davon. Unsere Erde steht vor so vielen Problemen und Herausforderungen. Klimawandel, über den Arnold Schwarzenegger gesprochen hat, die Flüchtlingsthematik und eben Plastikumweltverschmutzung. Und manchmal kann man wirklich das Gefühl haben, das ist eine zu große Aufgabe. Aber stellen wir uns jetzt vor, wenn wir alle hier, nicht nur die Jungen, die Jugendlichen, alle von uns, wenn wir uns nur einen Meter vornehmen würden, um uns herum. Und wir alle hier, die jetzt im Livestream zuschauen, wir alle können damit heute anfangen oder heute Abend schon. So wie Melati sagte vorher, wir wissen, wie groß das Problem ist, die ganzen Probleme da draußen. Aber jetzt eine Frage an Sie, an euch alle. Wenn nicht jetzt, wann? Und wenn nicht wir, wer? Thank you so much. Dankeschön.